Die Lage an der Impfstofffront ist nach wie vor unübersichtlich. Und solange es einen wirksamen und massentauglichen Impfstoff nicht gibt, werden Menschen schwer erkranken. Von gemeldeten Corona-Infizierten, die Symptome haben, müssen ca. 18% in Krankenhäusern behandelt werden. Umso wichtiger wäre es, Medikamente zu finden, die dann helfen können. Einige Hoffnungen liegen auf einem Medikament, das es schon länger gibt und für Corona möglicherweise wieder aus der Schublade geholt werden könnte. Darüber sprechen wir gleich noch, doch vorab ein paar Hintergrundinformationen dazu von Christina Kajatz. Es begann mit einem Fehlschlag. 2014, als in Westafrika Ebola wütete, wurde Remdesivir entwickelt, wirkte aber nicht wie erhofft. Immerhin hatte das Mittel des US-Pharmakonzerns Gilead seine Verträglichkeit für Menschen unter Beweis gestellt. Ein entscheidender Vorteil, als vor einigen Wochen eilig ein Mittel gegen Covid-19 gesucht wird. Dutzende Medikamente stehen weltweit auf dem Prüfstand mit unterschiedlicher Wirkung. Oft sind sie für andere Erkrankungen zugelassen. Remdesivir wirkt antiviral, könnte Coronaviren daran hindern, sich zu vermehren und die Krankheit um einige Tage verkürzen. Eine Heilung ist das nicht, eine Verbesserung für den Einzelnen vielleicht schon. Doch ob es gelingt, ist noch keineswegs sicher. Zurzeit wird Remdesivir an 7.600 Patienten weltweit getestet. Die ersten Ergebnisse scheinen vielversprechend. US-Präsident Trump verkündet Anfang Mai eine Ausnahmegenehmigung für den Einsatz in Krankenhäusern. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA zieht vor einigen Tagen nach. Sie erlaubt Patienten, die nicht beatmet werden, mit Remdesivir zu behandeln. Parallel dazu läuft die Forschung weiter in Deutschland in insgesamt 8 Kliniken. Ja, und eine der Universitätskliniken, die an dieser Studie teilnehmen, ist die Münchenklinik Schwabing unter ihrem Chefarzt Professor Clemens Wendner. Guten Abend, Herr Professor Wendner. Guten Abend, Frau Slomka. Diese Studie, die nun über viele Wochen gemacht wurde, steht kurz vor dem Abschluss. Und Sie haben sich durchaus zuversichtlich gezeigt, dass Sie da gute Ergebnisse haben. Ja, so ist es. Wir sehen mit aller Vorläufigkeit doch bei der Hälfte unserer Patienten gute Erfolge. Das heißt, Patienten entfiebern, Entzündungsparameter sinken ab im Blut. Und wir können sogar Patienten von der Intensivstation runter auf die Normalstation nehmen. Und einige Patienten sind auch bereits entlassen worden. Kann man das beziffern, wie gut stark dieses Medikament wirkt? Es gab eine vorläufige Analyse dieser Studie des sogenannten Simple Trials. Es zeigte sich, dass die Patienten statt 15 Tage nur noch 11 Tage im Krankenhaus sein müssen, im Schnitt. Und auch bezüglich eines sehr harten Parameters der Sterblichkeit gibt es wohl Zahlen, die im Vergleich zu anderen Gruppen doch eher niedriger anzusetzen sind. Also auch hier erste Signale, die darauf hindeuten, dass Remdesivir zumindest bei der Hälfte der Patienten mit Covid-19 wirken könnte. Diese Sterblichkeit, die wurde ja auch schon genannt, dass man eventuell sie damit von 12% auf 8% derjenigen, die im Krankenhaus sind, reduzieren könnte. Das klingt jetzt aber nicht nach dem wahnsinnigen Gamechanger, der nun plötzlich medizinische Entspannung auslöst, oder? So ist es. Es ist ein wichtiger Schritt vorwärts. Aber ich glaube, wir müssen alle noch Anstrengungen unternehmen, um noch bessere Medikamente gegen Covid-19 zu erforschen, auch an die Patienten zu bringen. Und ganz wichtig, auch dieses Medikament und ähnliche Medikamente werden nicht Impfstrategien ersetzen können. Da weiß man ja noch nicht, wie lange es dauert und was da kommt. Sie haben ja schon die allerersten bekannten in Deutschland aufgetretenen Covid-19-Patienten betreut. Also Sie sind jetzt sehr lange schon in dieser Patientenbetreuung und erleben auch unterschiedliche Verläufe. Und dann hört man immer wieder, ach Mensch, dieses Corona, ist das nicht auch übertrieben? Weil das ist doch eigentlich nur eine Krankheit für alte Leute oder die wird nur gefährlich für Menschen, die sowieso schon sehr schwer krank waren. Wie erleben Sie das in Ihrem Klinikalltag? Also dem würde ich widersprechen. Wir haben zum Teil auch sehr junge Patienten unter 30 Jahren auch auf der Intensivstation betreut. Gott sei Dank konnten diese Patienten auch wieder auf Normalstation geführt werden. Im Schnitt sind unsere Patientinnen gerade auf der Intensivstation im besten Alter um die 60 Jahre, sage ich mal. Und auch einige Patienten hatten keinerlei Vorerkrankungen. Also es ist nicht nur
der ältere vorerkrankte Patient den Covid-19 trifft, sondern eben auch Menschen, die es mitten aus dem Leben reißt. Also von daher ganz wichtig, wir müssen uns diesem Erkrankungsbild stellen und vor allem auch die Folgeerkrankungen bei den Patienten weiter beobachten, die Patienten in die Nachsorge nehmen. Zum Teil sehen wir auch Lungenschädigungen, die eben auch über die akute Infektionsphase hinauswirken. Zu dieser Nachsorge von genesenen Patienten gehört auch natürlich die Frage, sind die denn dann immun? Also müssen die sich wenigstens, nachdem sie das alles ertragen haben, keine Sorgen mehr machen. Haben Sie dazu Erkenntnisse? Wir haben erste Erkenntnisse, dass nicht alle Patienten unbedingt eine Langzeitimmunität aufbauen. Kurzfristig betrachtet wissen wir, dass es Antikörper gibt ab Tag 6, spätestens ab Tag 12. Aber wir haben jetzt die ersten Ergebnisse auch von Patienten in der Langzeitbeobachtung. Das heißt für Deutschland nach 4 Monaten maximal. Und es ist nicht so, dass 100% der Patienten neutralisierende Antikörper haben. Also das ist ein besonderer Test, der die Funktionalität der Antikörper noch mal untersucht, ob eben Virus neutralisiert werden kann. Das ist, sage ich mal, ein wichtiges Zeichen, was weiter verfolgt werden muss, weil es natürlich enorme Konsequenzen hätte, wenn wir über die Langzeitimmunität sprechen. Stichwort Immunpass oder auch Herdenimmunität. Das sind Dinge, die wir natürlich so noch nicht wissen, die wir wissenschaftlich weiter aufarbeiten müssen, bevor wir dann gesellschaftspolitische Empfehlungen diesbezüglich aussprechen. Also bei einem Immunitätsausweis, ein amtlichen, muss man eigentlich nicht nachdenken, solange man nicht weiß, gibt es die überhaupt, die Immunität, und wenn ja, wie lange hält die? So ist es. Hier wäre ich sehr vorsichtig, würde ich keine Empfehlung aussprechen. Zunächst ist es wichtig, dass wir unsere Patientin auch kontinuierlich weiterverfolgen und auch die Immunität mit Methoden, die uns zur Verfügung stehen, auch messen und dann danach erst Empfehlungen aussprechen. Das wird noch dauern. Herr Professor Wendtner, danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne, Frau Slomka.